Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von Gott, dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen heute am 12. Sonntag nach Trinitatis. Ich begrüße Sie alle, die hier vor Ort in die Kreuzkirche gekommen sind. Ein herzliches Willkommen auch all denen, die den Gottesdienst heute auf YouTube mitverfolgen. Wie Sie ja sicher aus den Medien wissen, steigen momentan die Inzidenzen wieder. Bei einer Inzidenz ab 50 empfiehlt die Landeskirche, den Mund- und Nasenschutz während des gesamten Gottesdienstes zu tragen. Und auf gemeinsamen Gesang soll auch wieder verzichtet werden. Dieser Vorgabe schließen wir uns, wenn auch schweren Herzens, an. Wir hatten eigentlich auch für heute jemanden, eine Sängerin, die zugesagt hat, die Lieder zu singen. Leider hat sie so spontan wieder absagen müssen, weil sie erkrankt ist. Aber Pfarrer Bürger und ich haben eben in der Sakristei gehört, dass doch noch jemand erschienen ist, überraschenderweise, und begleitet. Frau Meier, sind Sie es? Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das freut uns sehr, dass Sie da sind. Ich wünsche uns nun allen einen schönen Gottesdienst, dessen Thema heute lautet: Hoffen, was nicht in meiner Hand liegt. Auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit. Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. Gottes Wort erschuf die Welt, hat die Finsternis erhellt. Gottes Macht schützt, was er schuf, den Geplagten gilt sein Ruf. Gottes Liebe deckt die Schuld, trägt die Sünder in Geduld. Gottes Wort ruft Freund und Feind, die sein Geist versöhnt und eint. Darum, macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit. Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. Lasst uns beten, wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Wir suchen nach Worten, die nicht Angst machen, sondern verbinden, die Gegensätze überbrücken und befreiend wirken, die nicht beeindrucken, sondern in Bewegung bringen. Lass uns diese Worte hören, Gott, in denen du uns triffst, in Jesu Namen. Bleiben stehen und hören noch auf die Schriftlesung und sprechen das Glaubensbekenntnis. Die heutige Schriftlesung steht in Matthäus Kapitel 15,
Vers 21 bis 28 und ist auch zugleich der heutige Predigttext. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Lass uns Gott preisen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Es ist das Heil uns kommen her von Gnad und lauter Güte. Die Werk, die helfen nimmermehr, sie können nicht behüten. Der Glaub sieht Jesus Christus an, der hat für uns genug getan. Er ist der Mittler worden. Sei Lob und Ehr mit hohem Preis. Um dieser Guttat willen, Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist, der woll mit Gnad erfüllen, was er in uns angefangen hat, zu Ehren seiner Majestät, das heilig wird sein Name. Sein Reich zukomm, sein Will auf Erd, geschehe wie im Himmelsthrone, das täglich Brot noch heut uns wehrt, woll unsere Schuld verschonen. Wie wir auch unseren Schultern tun, lass uns nicht in Versuchung stehen, löse uns vom Übel. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Um Hoffnung geht's heute. Gehören Sie eher zu den Typen, die hoffnungsvoll sind? Wenn Sie an Zukunft denken, haben Sie da eher Hoffnung? Und was hat Hoffnung möglicherweise mit unserem Gottvertrauen und mit unserem Glauben zu tun? Was ist, wenn Hoffnungen schwinden und wenn wir Niederlagen erleben? Ich selbst lasse mich auch immer mal entmutigen, eigentlich blöd. Ich erinnere noch an eine besonders schöne, auch aber zwischendurch schwere Zeit hier in meinem Dienst in der Kreuzkirche, als wir die Kirche angebaut haben. Was war das nicht alles für ein Gehen durch tiefe Täler? Eigentlich haben wir schon im Jahr 2000 damit angefangen zu planen, alle möglichen Gänge zum Landeskirchenamt und können wir nicht, ihr seid noch nicht dran und braucht ihr überhaupt und dann immer wieder, ach lassen wir's. Und dann waren da aus dem Kirchenvorstand oder andere, die sagten, doch, wir machen das weiter. Und dann gab es bei mir manchmal den Punkt, wo ich gesagt habe, ja, es geht voran. Und dann sitzen wir jetzt hier. Schön, dass wir diesen Anbau haben und dass wir diesen Platz haben. Es gibt manchmal Niederlagen und auch immer wieder Wunder und Dinge, wo wir hoffnungsvoll sind. Auch in unserer Jugendarbeit ist das nicht alles ganz so easy mit den Stellenfinanzierungen, wie mancher vielleicht denkt. Auch da gibt es Niederlagen, immer mal wieder Fragen, Hoffnungen, Lichtblicke, jeden Tag was Neues. Ich habe in letzter Zeit morgens so, wenn ich so ein bisschen für mich zur Ruhe komme, ein Buch gelesen. Und zwar ein Buch, das heißt Der evangelische Patient. So ein bisschen nachempfunden von Der englische Patient. Und die Unterschrift darunter ist Die Kirche, eine Heilungsgeschichte. Und das sind so einzelne Kapitel, immer über Wundergeschichten. Und die beiden Pfarrer, die legen das aus. Und das hat mich ziemlich angesprochen. Und als ich jetzt das letzte Kapitel gelesen habe, habe ich gedacht, das ist mal was, was ich Ihnen auch ein bisschen weitergeben kann, weil ich es ziemlich gut fand. Also einige Gedanken aus dem Buch, die ich mir angeeignet habe und die ich Ihnen gerne weitergebe. Albert Einstein hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Ich liebe solche Zitate und manchmal schreibe ich mir die auch irgendwo auf und hänge die so an meinen Schreibtisch. Ich finde, könnte das nicht so ein Lebensmotto für uns sein, dass wir jeden Tag als ein Wunder Gottes leben? Finde ich nachdenkenswert. In dem Buch schreiben die beiden Autoren, was für sie Hoffnung heißt. Ich vertraue auf etwas, lebe auf etwas hin, was nicht in meiner Hand liegt. Denn, so die beiden weiter, lege das Ergebnis nur an mir, lege das Ergebnis des Kirchenumbaus, der Jugendarbeit, aller unserer persönlichen Projekte, lege das Ergebnis nur an mir, dann wäre das auch nur mir zuzuschreiben und möglicherweise meinem Fleiß oder die dafür schaffen. Was hat das mit der Geschichte von der kanaanäischen Frau zu tun? Zunächst einmal müssen wir ein bisschen einordnen, was ist das für eine Frau? Das war keine Jüdin, sondern eine kanaanäische Frau, also eine Frau mit anderer Religion. Und Jesus kommt in das Gebiet von Tyros und Sidon, heißt es, also in das Gebiet der Heiden, der anderen Religionen. Wir würden vielleicht sagen heute, er geht in den Brennpunkt. Er geht nach Neukölln oder er geht in die Platte von Chemnitz. Vorher hat sich Jesus unterhalten mit den Pharisäern über rein und unrein. Und jetzt kommt plötzlich der Praxistest für Jesus. Man kann groß reden über rein und unrein, wer rein und unrein ist, aber jetzt ist er in einem Gebiet, was für die Juden der damaligen Zeit als komplett unrein, also
mit denen spricht man nicht, mit denen redet man nicht, zu denen geht man nicht. Und diese Frau, die kommt zu Jesus und sie muss 4-mal Rückschläge einstellen. 4-mal. Die Frau erzählt von ihrer Tochter, die ist krank, hat einen bösen Geist, was immer das ist. Jedenfalls ist sie krank und schlimm dran. Es war so schlimm dran, dass diese andersgläubige Frau sich an Jesus wendet und sagt zu ihm: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und dann reagiert Jesus erstens, indem er gar nicht antwortet. Also man muss sich diese Geschichte mal auf der Zunge zergehen lassen. Da spricht, wird Jesus von einer Frau angesprochen und er tut erstmal so, als ob er es nicht hört. Jesus ignoriert sie. Unser Leben übersetzt könnte es heißen, es gibt bei unserem Leben ja auch immer mal Momente, wo wir den Eindruck haben, unsere Gebete werden einfach ignoriert von Gott. Wir bekommen keinen Kontakt und alles ist so ohne Antwort. Wir sprechen mit Gott und haben sogar noch den Eindruck, er hört uns noch nicht einmal. Und die kananäische Frau, sie bleibt dran. Und indem sie dran bleibt, bekommt sie die nächste Abfuhr. Diesmal ist es nicht Jesus, sondern diesmal sind es die Jünger. Die sagen zu ihm, zu ihr: Lass sie gehen, sie schreit uns nach. Also nach dem Motto so: Diese Frau nervt, schick sie weg. Die Jünger. Das sind die Insider, das sind die Kerngemeinde, das sind die, die immer in den Gottesdienst gehen. Das sind wir vielleicht. Und diese Geschichte, die stellt vielleicht uns auch heute Morgen in Frage, auch mich. Was machen wir mit denen, die außen sind? Die Jünger schauen erstmal nach ihrem Wohlbefinden. Geht es ihnen gut? Ja, ihnen geht's gut und wenn die Frau weg ist, geht's ihnen besser. Ist das vielleicht ein Sinnbild einer Kirche dieser Zeit, die erstmal sich nur um sich selber dreht und gar nicht so sehr nach draußen geht? Die kananäische Frau bleibt dran. Als Jesus sie ein drittes Mal zurückweist, nämlich sagt: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Übersetzt in unsere Zeit heißt diese Antwort: Ich bin nicht zuständig. Das ist eine Behördenantwort. Geh in Zimmer 317, hier bist du falsch. Und ich sage das auch selbstkritisch. Ich bin auch Beamter einer Behörde, in Anführungszeichen. Und was mag diese Frau in diesem Augenblick gedacht haben? Was geht ihr durch den Kopf? Möglicherweise geht ihr durch den Kopf, dass sie denkt, es war ein Fehler. Es war ein Fehler, sich an diesen Jesus zu wenden. Es ist doch nicht der, der das Heil bringt. Und meine Tochter heilt er schon gar nicht. Auf Kirche bezogen passiert das öfter so bei mir und bei anderen. Wir gehen mit Menschen so um und sagen: Wenn du nicht in unsere Strukturen passt, wenn du nicht der sonntags 10 Uhr oder 11 Uhr Gottesdienstbesucher bist, dann liegt es an dir. Dann können wir nichts für dich machen. Und dann die vierte Zurückweisung. Jesus sagt dann, dass er nur zu den verlorenen Schafen Israels und Kindern das Brot werfen und den Hunden hinwerfen. Und auch das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist letztlich eine Beleidigung von dieser Frau. Hunde sind nämlich die abwertende Bezeichnung
für einen Gottlosen und Ungläubigen. In unsere Zeit übersetzt könnte es heißen, du glaubst nicht richtig, du lebst nicht richtig, du gehörst nicht zu uns. Werd erstmal so wie wir, kannst du wiederkommen. Das ist schon sehr nachdenklich. Aber ich finde, es macht auch Hoffnung, weil diese Frau Hoffnung hat. Und die beiden Autoren sagen tatsächlich auch in ihrem Buch, und das ist vielleicht für uns ungewohnt, für mich auch, Jesus ändert hier seine Meinung. Wir könnten das auch irgendwie so sagen, ja, er wusste das vorher und so, aber Jesus ändert hier seine Meinung. Und er sagt, dein Glaube ist groß. Also eine, die nicht dazugehört, die nicht in das Establishment gehört, die nicht zu dem religiösen Zirkel der damaligen Zeit gehört, die hat plötzlich Glauben und Gotteserkenntnis mehr als die Jünger. Sie bleibt am Ball. Luther sagt zu dem Text, sie glaubt mit Gott gegen Gott. Sie glaubt mit Gott gegen Gott an. Ist das nicht Hoffnung? Ja, aber die Hunde essen von den Krümeln, die vom Tisch fallen. Sie bleibt in dem Bild, was Jesus ihr vorgibt. Sie meckert nicht und dreht sich weg, sondern sie bleibt dran, ganz hoffnungsvoll und stark. Und Jesus ruft ihr zu, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Dein unbändiger Wille, deine Hoffnung, trotz der Tiefschläge, sind der Grund. Kann uns diese kanaanäische Frau Hoffnungsgeberin sein für die kommenden Tage? Ich vertraue auf etwas, lebe auf etwas hin, was nicht in meiner Hand liegt. Man kann das schnell falsch verstehen. Man kann dann sagen, ich kann ja doch nichts tun. Die Kirche wird schon weiter bestehen. Ein Spruch aus dem Islam: Gott ist allmächtig und voller Mitleid. Doch wenn du Gerste anbaust, hoffe bei der Ernte nicht auf Weizen. Wo bauen wir Gerste an in unseren Kirchen? Wo sollten wir weiter aussehen und uns auf die Menschen richten, die Hoffnung brauchen? Wer hofft es, der wagt es, das Mögliche einzuplanen, ohne Gewissheit, aber voller Zuversicht. Wer hofft, der wagt es, das Mögliche einzuplanen, ohne Gewissheit, aber voller Zuversicht. Und das letzte Wort aus dem Buch, was ich Ihnen noch weitergeben möchte. Ich halte dem möglicherweise Unmöglichen am Tisch des Lebens einen Platz frei. Ich halte dem möglicherweise Unmöglichen am Tisch des Lebens einen Platz frei und damit auch dem Wunder. Machen wir das doch. Halten wir in der kommenden Woche dem Unmöglichen des Lebens einen Platz frei und hoffen auf Wunder, die passieren. Jeden Tag leben, als wäre es ein Wunder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre und stärke unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich habe ein Lied Ihnen mitgebracht aus dem EG Plus. Das, wir haben eben eins von 1500 gehört, das ist von 1999. Gott, du bist die Hoffnung, wo Leben verdorrt. Auf steinigem Grund wachse in mir. Sei keimender Same, sei sicherer Ort. Treib Knospen und blühe in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an. In einem neuen Tag blühe in mir. Halte mich geborgen fest in deiner starken Hand. Und segne mich und deine Erde.
Gott, du bist die Güte, wo Liebe zerbricht. In kalter Zeit atme in mir. Sei zündender Funke, sei wärmendes Licht, sei Flamme und brenne in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. Brenne in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Erde. Gott, du bist die Freude, wo Lachen erstickt, in dunkler Welt lebe in mir. Sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, sei Stimme und singe in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an. In einem neuen Tag singe in mir. Halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Erde. Vielleicht noch ein kurzer Satz zu dem Lied. Das habe ich letzte Woche entdeckt, das Lied, und habe gedacht, ah, ist richtig schön. Und ich bin nicht sonderlich virtuos am Klavier, aber ich spiele da so ein bisschen für mich und habe das jeden Morgen so ein bisschen gespielt. Und es hat mich so ein bisschen begleitet, dieses Lied. Schön, finde ich. Beten wir zusammen. Wem es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Wir halten Fürbitte und beten. Vor dir, Gott, können wir alle unsere Gedanken zu Ende denken, unsere Wünsche und Träume in Worte fassen und bedenken, was wir selbst tun können. Wie Jesus sind wir in Gefahr, an Leidenden vorbeizuschauen, uns nicht für zuständig zu halten. Wie die Jüngerinnen und Jünger sind wir oft versucht, uns unbequeme und fordernde Menschen vom Leib zu halten. Aber Jesus und die, die um ihn konnten, dazuzulernen, wir bitten um ihre Kraft, uns zu ändern. Die fremde, andersgläubige Frau, lass uns ein Vorbild sein, Gott, dass wir uns, wenn es nötig ist, über die ungeschriebenen Gesetze hinwegsetzen, dass wir beharrlich bleiben, auch wenn wir zunächst keinen Erfolg haben, dass wir uns durch Verletzungen nicht von unserem Ziel abbringen lassen. Lass uns an der Weitsicht dieser Frau festhalten, wenn andere dich in ihre Grenzen sperren wollen. So kannst du, Gott, unseren Glauben stärken. Und wer weiß, vielleicht kann unser Glaube eines Tages wirklich Berge versetzen. Gott, und in der Stille bringen wir dir unsere Not, bringen dir die Menschen, die uns am Herzen liegen, bringen dir die ganze Not in Afghanistan und in anderen Krisengebieten unserer Zeit. Du hörst unser stilles Gebet. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Folgendes möchte ich Ihnen noch bekannt geben. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug 42,05 €. Herzlichen Dank dafür. Diesen Sonntag spenden Sie für Zukunft Leben 2018+. Danke für die Kollekten in 2020 für unsere Kinder- und Jugendarbeit. Insgesamt haben Sie in unseren Gottesdiensten rund 3.300 € gegeben. Dafür sind wir sehr dankbar. Mit den beiden Teilzeitstellen für Kinder-, Jugend- und Gemeindearbeit fördern wir Familien mit ihren Kindern im Glauben. Junge Menschen werden besucht. Wir engagieren uns in der städtischen Gemeinwesenarbeit und schaffen Angebote für Jung und Alt, die sonst nicht möglich wären. Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin. Wenn Sie eine Kollekte direkt über die Banking-App Ihres Smartphones oder per PayPal für unsere Kinder- und Jugendarbeit geben wollen, finden Sie den QR-Code mit Anleitung auf der Plexiglas-Spendenbox im Eingangsbereich. Der Vorteil dabei ist, dass Sie am Ende des Jahres eine gesammelte Spendenbescheinigung von uns erhalten. Vielen Dank unseren Musikern, Herrn Schnell an der Orgel und nochmal an Frau Meier für ihren spontanen Einsatz. Danke Erika Kudermuth für den Küsterdienst. Wir wünschen Ihnen allen einen guten Sonntag und eine gute neue Woche, durch die uns folgender Wochenspruch leite. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er steht in Jesaja Kapitel 42, Vers 3. Herr Schnell und ich werden jetzt gleich noch nach Hosenfeld fahren, da noch einmal Gottesdienst halten für die etwa 250 Christen in Hosenfeld. Auch die lassen wir nicht allein in Hosenfeld und kommen dahin. Wollen wir um Gottes Segen bitten? Bitte Sie aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Musik.